Die Gletscher in der Schweiz schmelzen immer schneller. Sie haben innerhalb von 2 Jahren so viel Eis verloren wie im gesamten Zeitraum von 1960 bis 1990. Der Fotograf Jürg Kaufmann hatte sich zur Aufgabe gemacht, diesen dramatischen Wandel im Bild festzuhalten. Bei seinem neuesten Projekt soll 10 Jahre lang von einem festen Punkt aus alle 30 Minuten ein Bild erstellt und so die Auswirkungen des Klimawandels fotografisch festgehalten werden. Die Berge des Engadins sind für Jörg Kaufmann sein zweites Zuhause. Sie sind für ihn gleichzeitig Sehnsuchtsort, aber auch Zeugen der rasanten Veränderungen durch den Klimawandel. Seit Jahren hat der Berufsfotograf eine Mission. Er dokumentiert mit seiner Kamera den Rückgang der Gletscher bis ins kleinste Detail. Ein normaler Tourist sieht das nicht, was wir da sehen. Und wenn ich diese Bilder, diese Veränderungen, sage ich jetzt mal, ins Tal runterbringen kann und den Leuten zeigen, dann erhoffe ich, dass wir die Leute inspirieren können, anders zu denken und sich fürs Leben 2, 3 Sachen vorzunehmen, um anders umzugehen mit der Natur. Morgens 9 Uhr am Heliport in Samedan. Fotograf Jürg Kaufmann und Pilot Maurizio Follini bereiten sich auf einen Flug vor. In der Nacht hat es neue Felsstürze gegeben. Der Grund? Auftauender Permafrost. Jetzt gilt es, die Veränderungen aus der Luft festzuhalten. Die Bilder helfen den Schweizer Wissenschaftlern, die Abbrüche zu dokumentieren. Auch die enorme Schmelze der Gletscher wird fotografiert. Im gerade vergangenen Sommer ist deren Eisdicke um rund 3 Meter geschrumpft. Kleinere Gletscher in der Schweiz sind bereits ganz verschwunden. Der Gletscher ist der Fiebermesser von unserem Planet. Der zeigt, wie warm und wie kalt es ist. Wenn es kühler wird, dann wachsen die Gletscher. Wenn es wärmer wird, dann werden sie kürzer und schmelzen sie. Seit mehr als 10 Jahren fliegt Helikopterpilot Maurizio Follini Einsätze in den Bergen. Die Schweizer Gipfel kennt er wie seine Westentasche. Im Hochgebirge aufgewachsen, nimmt er auch kleinste Veränderungen der Landschaft aus seinem Cockpit wahr. Die Berge sind etwas dreckiger als früher. Oder früher sind schön gezuckert gewesen und jetzt sind durch diese Erwärmung, eben, wie gesagt, mit weniger Schnee und das heißt viel mehr graue Gletscher und felsig. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich werden die Daten von den Schweizer Bergen und Gletschern ausgewertet. Mit Hilfe von modernen Messmethoden analysieren die Forscher hier die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gletscherschmelze. Der Gletscherrückgang in der Schweiz hat sich sehr stark beschleunigt in den letzten Jahren. Nur in den letzten 2 Jahren, 2022 und 2023, hatten wir gleich viel Eisverlust wie zwischen 1960 und 90. Heißt also, die Schweizer Gletscher liegen im Sterben. Die Prognosen jedenfalls sind düster. Wir rechnen damit, dass bis in 80 Jahren rund 80% des Schweizer Eises verloren sind. Wenn die CO2-Emissionen weltweit auf Null fahren in kurzer Zeit, dann könnte man vielleicht noch etwa ein Drittel des Schweizer Eises retten. Aber der Rest ist sowieso verloren. Mit 2 fest installierten Kameras will Jürg Kaufmann genau diesen Gletscherschwund festhalten. Eine Kamera zeigt den Pitz-Palü, die andere den Pers-Gletscher. Für die nächsten 10 Jahre soll es alle 30 Minuten ein hochauflösendes Foto geben, auf dem man genau sieht, wie sich der Klimawandel auf Gestein und Eis auswirkt. Schon während der ersten Monate seiner Dokumentation kann Jörg Kaufmann starke Veränderungen feststellen. Genau darum geht es ihm. Was ich jetzt mit dem Projekt lehre, merke, ist, als Fotograf, denke ich, muss ich auch die unschönen oder die unangenehmen Wahrheiten ästhetisch darzustellen, damit man das eben auch sieht. Nicht nur die schöne weiße Landschaft, sondern auch die schwarzen Flecken, den Dreck. Und davon gibt es nicht nur am Persgletscher immer mehr. Jürg Kaufmann blickt bei seinen Wanderungen in jede Spalte, sieht jede Veränderung. Und er weiß, was die Gletscherschmelze bedeutet. In Zukunft und nach weiteren heißen Sommern wird das Süßwasser immer knapper werden, mit dramatischen Folgen für Natur und Menschen.